Bitten. Finde ich so vom Ding. Weil ich finde immer so ein bisschen, der haben sie halt diese Abgasanlage da unten, hat bei ihm einer gebraten, der meinte, ich mache ihn jetzt mal laut. Soll man Tor zumachen? Das ist nur wieder unabhängig hier drin. So, das haben wir erledigt. Das ist schon mal gut. Nee, ich habe schon ein bisschen was im Innenraum gemacht von dem Ding hier. Ne? Guck mal, der war ziemlich schrottig. Guck mal, zum Beispiel habe ich hier, war alles verfault. Hier war die ganze Kante war komplett weggefault. Und der ganze Fensterheber von dem Auto war tot. Dann habe ich ein Fenster wieder repariert bei dem Ding und habe da einen alten Keilriemen raufgespackst. Das ist der alte Keilriemen, der vorher im Senator drin war. Hier wird nichts weggeschmissen. Jetzt geht der hier Dingsen wieder, der Fensterheber. Aber Problem ist, wenn noch einer vielleicht einen kennt, der einen kennt, oder einer, der einen kennt, dann habe ich heute hinten Gurte drin. Guck, seht ihr? Mit Kindersitz. Das hier ist scheiße. Dieser Fensterheber hier, ne? Den habe ich zerlegt komplett. Den habe ich rund auseinander gemacht und der ist mir vor meinen Augen komplett explodiert. Dieser Fensterheber, komplett. Der hat sich in seiner Teil, das sind so zwei Rollen, die sind voll tot und ich krieg diese scheiß Rollen für das Ding. Für den Arsch. Aktuell ist das ganze Fenster ja basiert auf einem Kabelbinder, der ihn zusammenhält. Das ist nicht so ganz geil. Ladelicht ist, glaube ich, aus, weil ich kann mal kurz gucken. Jo, ist aus. Oder? Schau mal. Mein Manu, Alter. Jo, ist aus. Das passt. Ja, für den Arsch. Das ist ehrlich ärgerlich, weil das Ding ist ja so geil, wenn du die Fenster immer runter machen kannst. Weißt du, dann hast du halt keine B-Säule. Weißt du, das ist halt so, die muss ich auch verlegen. Das hat immer einen Abstand hier zwischen. Aber der setzt sich langsam mit der Zeit von selber. Ich glaube, das brauche ich nicht nachbauen. Motor war noch nicht bei, muss ich auch noch beigehen. Der läuft ziemlich scheiße. Also der läuft, ich würde sagen, auf 7,5 Zylinder im Stand. Und hier, naja, den Innenraum habe ich schon repariert von innen. Also ich hab den Tacho repariert, guck. Ich habe mal so eine Konstruktion gemacht, wie ich diesen Zeiger immer runterziehen kann. Der bleibt nie bei Null stehen, ne? Und hier, deswegen, das habe ich ein bisschen modifiziert. Das funktioniert jetzt auch eigenermaßen bei dem Teil. Das geht. Aber ne, überhaupt, was mal zu, da können wir ein Video zu machen, die Tage. Das geht. Rückfahrstand hat er, glaube ich, überhaupt nicht, dieser hier. Ich glaube, gar nicht. Naja, egal, ich habe einen Kennzeichenhalter gebaut hier, links. Dass er auch einen Kennzeichenhalter hat, weil das passt ja mit der Nummer nicht da. Und die wollen mir auch keine eckige Nummer geben, weil ich hätte eigentlich zwei eckige Nummern noch gebraucht, separat. Und vorne, das ist auch noch provisorisch jetzt, das ist voll scheiße. Ich muss mal was einfallen lassen für vorne da. Die Gurte hinten, die waren schon vorher drin tatsächlich, die habe ich gefunden. Der hat ja eigentlich, ist ja 1967er Baujahr. 1967 gab es doch gar keine Gurte. Die sind freiwillig. Wenn die drin sind, dann kann man die benutzen. Aber ich kann ja nicht so die ohne Gurt mitnehmen. Ich darf so diese ohne Gurt mitnehmen, aber das will ich nicht unbedingt. So muss das Tor eben aufschließen. Und die große Halle gleich eben aufmachen. Wir laufen jetzt einmal um die Halle rum. Damit wir da eben ein bisschen was tüdeln können. Ich kann ein bisschen was zu zeigen tatsächlich. Hat noch ein bisschen mehr vor. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Zum Zeigen. Das heißt, wir laufen jetzt immer um die Halle. Ja, der Lader ist echt Witz, ne? Kannst sagen, wie du willst. Aber ich feier den. Der K30er ist abgefangen, ne? Mit dem Bluetooth. Scheiße, Alter. Ist aber echt so. Jetzt ist Ton wieder da. So, Tor eben aufschließen. Ja, Ton ist doch wieder da jetzt. Stell doch nicht so an. Ist alles gut jetzt. Weil der K30. Der K30 frisst halt. Der K30, wenn er mich sieht, der klaut mir gleich den Ton. Weißt du? Ja, das ist halt, da ist so ein China-Radio drin. Können wir das sehen? So ein bisschen vielleicht. Da ist so ein China-Radio drin.
Und das China-Radio, das zieht immer mein Bluetooth ab. Und der iPhone meint ja immer, iPhone ist also, das hasse ich am iPhone übrigens. Das ist eine Sache, das Handy funktioniert ja eigentlich an sich, ne? Aber ich hasse an iPhone die Tatsache, dass das Ding auf Zwang das Mikrofon umschaltet auf dieses scheiß China-Radio. Das ist für den Arsch. Weißt du? Das ist richtig für den Arsch. Oh, Junge. So, ich gebe mal ein paar News in der Dingsen. Thorsten, Alter, wir schnacken. So, jetzt können wir ein bisschen Licht. Sind wir hier hinter der Halle. Da seht ihr. So, ich muss mal eben hier, wir gehen in die große Halle jetzt eben. Sind wieder ins Dunkel. Hoffentlich finde ich den Weg zum Lichtschalter überhaupt, weil ich gar kein Licht mit habe. Aber ich krieg das schon irgendwie hin. Ich soll aber vorher den Schlüssel finden von der Halle da. Jo. So, gucken wir mal. Da seht ihr den Himmel. Ja, ist Mist. Weil das ist, ich verstehe das nicht. Weil kennt ihr das, wenn ihr so ein iPhone habt und dann habt ihr da Bluetooth in der Karre. Und dann schickt ihr eine Sprachnachricht und dann kommt da nur eine leere Nachricht an, weil das Handy auf Krampf das Mikrofon haben will. Und Alter, wer baut dieses scheiß Mikrofon, diese scheiß China-Radios ein? Keine Sau. Nie einer, weißt du? Und sitzt du da mit diesem Mist? Das ist richtig stressig. Das fuckt mich richtig ab. So, oha. Ach du Scheiße, ist ein neuer Mieter drin, ne? Oh nein, ich kann den direkten Weg gar nicht gehen. Ich muss die Tür auch in der Mitte zumachen, fangen wir heute an. Oh, jetzt bin ich übrigens auch im Dunkeln. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich beiß mich hier jetzt durch. So, probier's. Oh, wo ist der Pfeiler? Alter, der kann echt ein Pfeiler sein. Bin schon mal gegen den Pfeiler gelaufen. Oh, Scheiße. Nee, ich seh jetzt mal die Solaranlage. Den Regler. Das ganze Dach ist der Solar hier. Es könnte also sein, dass ich den. Ja, ich hab den Weg. Warte, ich muss einen Lichtschalter finden. Da seht ihr wieder was. Handylicht geht nicht, es gibt doch mit dem Handy. Das Handy ist dann für so nicht geeignet. Aua. Richtig creepy, ne? Richtig creepy. Ich kann die Handylampe nicht anmachen, dann muss ich den Stream für beenden. Ich meine, dann habe ich vor Licht, aber hier hat ein Problem. Ja, genau, Julian. Toller Stummfilm. So ist es für den Arsch. Und deswegen bin ich absolut Hassgegner von diesem iPhone. Also das nervt mich bei dem Dinger total. Sonst funktioniert es. Ich habe auch keinen Ärger damit gehabt. So, hier, guck mal, jetzt ist ein bisschen voller geworden. Übrigens, hier ist ein neuer Golf, den kennt ihr noch gar nicht. Golf 2, 1,8 Liter von Jens. Den habe ich sozusagen hier, ich habe den von denen gekauft. Und der hat noch irgendwie den Audi mit reingedealt. Da ist alles dran gemacht, so ziemlich. Geiles Ding, ne? Der geht übrigens weiter nach wie es aussieht, nach Peter. Peter kriegt den wohl. Peter und Keno. Und Keno weit. Die ziehen sich den. Die wollen dann 2-Liter-Umbau mitmachen. Weil der halt die große Achse hat mit Scheibenbremsen. Und naja, das Projekt belade ich dann noch ein bisschen, ne? So ungefähr. Der geht also, fliegt dann weiter. Morgen neue D-Max-Folge, genau. Cool ist der, eine 16 VN-Topf. Ich habe Bluetooth ausgemacht mit dem Handy. Hier ist mein Strich 8, den kennt ihr ja auch. Da steht jetzt alles einmal erledigt drin. Das macht keinen Sinn, wenn die auf dem Hof stehen. Jetzt im Regen oder irgendwas. Weil den fahre ich jetzt ja auch, am Moment eine Langstrecke. Ich muss ein bisschen die Kaltanwälte langsam mal machen, die macht nicht Geräusche. Und hier ist der Senator. Ist kein 16V. Da ist ein Dingsen drin. Hier, guck mal, kennt ihr den Vectra? Der ist auch verkauft. Den hat sich Kalli gezogen. Wer Kalli nicht kennt, Kalli ist der Autolassmann. Weißt du, der hier halt Karl-Heinz Puttke, den kennt er auch. Der erstmal bei D-Max die Scheibe getauscht hat. Und wer vom Museum kennt man ihn halt vom Grill so. Nee, ich glaube, die Felgen, die will er mithaben. So ungefähr ist das Ding hier, ne? Deswegen, der ist auch verkauft. Der geht auch, der verlässt mich jetzt auch am nächsten Museumstag. Ja, Trabis musst du auch haben, ne? Trabis sind wichtig. Ne, ich kenne schon gemacht diesen hier tatsächlich, weil der ist eigentlich nicht so viel Arbeit, aber ihr wisst ja, wie das ist. Ist ja immer irgendwas. Für mich ist alles neu, was vorher auch YouTube gucken muss. Oha, neues krass. Da hat Kelly etwas Gutes gezogen. Ja, denke ich auch.
Das Auto ist cool. Hier haben wir eine Kabine, die hat sich ein bisschen aufgerollt. Ich muss das übrigens reparieren, die war kaputt. Die hat sich jetzt hier. Hey, schöner Vectra, ja, kann ich. Woher kennst du den wohl? Aber ich habe ihn reingestellt jetzt. Seht ihr hier? Das hat sich aufgeweht. Hier war richtig Wind. Und die hat diesen ganzen Scheiß hier reingedrückt. Und da ist hier das Ding noch abgerissen da oben. Das haben wir mit Kabelbinder repariert. Jetzt hängt das wieder dran. Jetzt geht das wieder. Für den Arsch. Aber die Kabine ist ja aktuell auch ziemlich im Leerlauf. Mache ich ja nicht so viel mit. Aber der Tag kommt auch wieder. Ja, und hier die ganze Abteilung halt, ne? Ich finde zwei Reifen, die habe ich hier rausgeholt. Hier die zwei, das sind mit Passatfelgen. Die sind auf den blauen Passat gekommen, zwei davon für den TÜV. Seht ihr hier? Die anderen beiden sind da. Hier ist wieder Abschleppwagen aktuell. Der steht hier ganz gut, weil da nervt er nicht vorne im Museum so rum. Das ist ein ganz geiler Stellplatz hier. So ein Thema, wo ich gefragt, der ist kaputt. Nee, ist er nicht. Aktuell brauche ich ihn halt nur nicht, weil aktuell komme ich ganz gut so klar. Beziehungsweise, ich fahre meist mit roten Nummern. Deswegen steht er jetzt hier beiseite. Ich bin übrigens gerade dabei, daran zu arbeiten. Also Versicherung habe ich schon geändert von dem LKW auf Ultramar-Tarif. Das heißt, der kostet noch ein Viertel von dem hier, von dem, was er vorher gekostet hat. Wesentlich von der Versicherungssumme her. Jetzt muss ich noch hinkriegen, dass ich das H-Kennzeichen drauf kriege. Dann wäre das Ding auch noch für Umweltzonen frei und mautfrei. Das ist noch das Ding, dass wir ein Projekt draus machen. Zum Beispiel müssen wir ihn einmal sauber machen. Wir müssen den Rahmen konservieren nochmal neu. Und wir müssen die Innentüren grau machen. Die dürfen nicht gelb bleiben oder schwarz bleiben, weil das ist nämlich Mist. Wer ist denn der Trailer von Degenhardt gefahren? Ich. Ich bin mit dem Trailer bis an die A1 gefahren, habe mich da mit Michi getroffen und mit Michi mitgefahren. Weil mich hat keiner halt zur A1 hingefahren, deswegen muss ich halt was einfahren lassen. So, jetzt müssen wir immer den Trailer nach hinten fahren. Wir müssen den Trailer eben tauschen. Wir brauchen nämlich einen anderen Trailer jetzt, den großen Dreiachser. Den muss dann an K30 dran, weil der andere reicht für den Trecker nicht. Christian, da gibt es nicht viel zu raten beim Trabi-Game. Trabi ist halt einfach nur, das ist mir das einfachste Auto, was du fahren kannst. Also eigentlich, was soll man da raten? Also da, bei so einer Ami-Kiste oder irgendwas, da holt ihr ja einen Einspritzer, ne? Aber sonst. Ja, geht klar, Jocki. Das wird eine ziemliche Aktion. Da fällt auf jeden Fall ekeliges Geklehe. Das magst du ja besonders gern, das weiß ich ja. Ja, das ist das Ding so, ne? Guck mal, hier haben wir jetzt hier halt die Gurke. Die kommt jetzt ab Dienstag auf die Bühne. Und dann geht's weiter, ne? Ja, ich muss mal was einfallen lassen mit dem Abschleppwagen. Der Plymouth muss eben ein bisschen weiter zur Seite. Der steht zu weit drin, warte. Das müssen wir auch noch mal eben ändern. Das ist übrigens eine geile Show für euch. Das werdet ihr, glaube ich, lieben, das Ding. Jetzt wisst ihr, warum ich das Ding so liebe. Jetzt zeigt er plötzlich, was er kann. Wie gesagt, wie dieses Wunder passiert ist, das seht ihr im Video dazu. Geht doch. Einmal. Geil, ne?
So ein Kaltlauf, Alter. Definitiv. Obwohl, das war Jörg nicht alleine. Ne? Da war Thorsten noch dabei. Und in Teil 2 war ich auch dabei. Ne? Also Teil 2 ist halt der Ausbau und Wiedereinbau. Ja, aber übrigens, wenn er so komisch, so tüdelig läuft, so vom Sound her, das liegt halt daran, weil der Motor. Ne? Der hat eine scharfe Nocke drin. Also da geänderte Steuerzeiten, deswegen klingt der halt ein bisschen wilder. Ne? Deswegen. Ja, aber der Braune ist hier alltagstauglich. Der hier ist nicht alltagstauglich. Hast vergessen, Alter. Da gehst du im Einkaufsladen. Ne? Hast hier so eine Karre so mit Launch-Control. So, Drehzahlmesser, Käfig. Ne? Und hier, das ist übrigens dein Gurt hier. Das hier, ne? Der hat keinen normalen Gurt. Der hat nur das hier. Da sitzt da halt drin. Das könnte eventuell ein bisschen problematisch werden, sagen wir mal, wenn du über einen Lidl-Parkplatz stehst. Das ist ungefähr so, als wenn du die tote Sau als Daily fährst. Der Lack bleibt so, ja. Verbraucht 100 Kilometer. Ich schätze, so um die 20 braucht der. Also wenn du auf der Landstraße fährst, fährt er eigentlich ganz cool. Ne? Ne, die haben sie gemacht, den Motor. Die haben sie mal irgendwie in der Starten, haben sie was draus gebaut. Da ist ja ein 6,6 Liter Motor drin. Big Block. Vom Plymouth Roadrunner. Also 70er Jahre ist schon wild, ne? Da haben die schon Autos gebaut, ne? Du kannst sagen, was du willst. So richtig wilde Scheiße. So, jetzt sind wir wieder beim 6,2 Liter V8 Diesel. Mit der eingebauten Dieselstandheizung, die der immer sagt, ich bin bereit. Seht ihr hier da vorne? Warte, jetzt muss ich hier reinquetschen. Muss ja euch auch mitkriegen. Ah, so, sind wir zusammen drin. Dann könnt ihr auch ein bisschen was sehen, weil die Kiste hat da Licht, das ist ein Vorteil, ne? So, Licht ist schon eine ganz geile Erfindung. So, Vorglühanlage, weil ohne Glühen wird er sich anspringen, glaube ich nicht. Alter, der Sprit muss echt billiger werden, dann will ich so ein Ding als Daily fahren, schwöre ich euch. Nee, Ton müsste da sein, weil ich habe Bluetooth ausgemacht im Handy. So. Fahren wir erstmal das Ding in die große Halle. Mal vorne im Umdrehen. Der Kalrin liebt das jetzt. Der auf kalten Motor direkt Dämpfen anmachen, das liebt er. Hier kommen wir gleich wenden, hier kommt ein großer Wendepunkt. Auf dem Gurkenhof. Hegmark hat wieder den Scheiß hier gestapelt. Jetzt hat er irgendwelche Fitnessgeräte gestapelt. Läuft bei Hicky. Meine Idee ist, die ganze Scheiße jetzt hier gerade runterzustellen. Warte, so. So, pass auf. Eine Idee, die nächste Idee, mal gucken, wie das so klappt. Wir brauchen den großen Anhänger da hinten. Der da, den brauchen wir.
Jetzt können wir den Trailer eigentlich zurückschieben. Den kleinen. Erster Schritt, den Trailer hier hinzustellen. Der zweite Schritt ist es, den Dreiachser, der hier steht, der große Trailer, der muss dann hier hin. So. Ein bisschen cooler, dann kann ich auch sogar ein bisschen sehen. Warte. Hey, was ist das denn wieder für ein scheiß Menü hier? Nein, ich will den nicht beenden. Es ist schon wieder so ein scheiß Menü aufgemacht, was ich gar nicht haben will. Oh, diese scheiß Technik, Alter. Als ob ich einen Schwarz-Weiß-Filter brauche. So, pass auf. Jetzt müssen wir eben. Alter, K30, der hat gar keinen funktionierenden Rückfahrscheinwerfer. Nur die nie gehabt. Der brauche ich noch nicht, ein 86er. Was soll mit dem Rückfahrscheinwerfer? Einmal alle zwei Jahre geht der. Dann TÜV. Oh, das ist ein Problem. Großes Problem. Die Annäherungskupplung vom K30 ist höher, als ich den Trailer hier pumpen kann. Das ist ganz schlecht, ich kann ihn rausschieben, krass. Ich kann ihn nur gegenfahren. Alter, das ist ein Rücken wieder voll. Ich kann den Bogen nicht mehr laufen. Ach, keine Chance. Alter, was für eine Scheiße. Hier, kann ich ihn nicht hoch genug holen, weil der K30 höher ist. Ah, Scheiße. Das ist wieder ein toller Kram. Ich kriege ihn trotzdem drauf, ne? Aber müssen wir ein bisschen was improvisieren. Ich würde sagen, seht ihr, das Problem ist das hier. Da, guck. Höhe passt nicht. Das ist immer toll. Wenn ihr sowas habt, freut euch immer richtig. Aber ich hab noch Auffahrrampen hier, Alter. Ja, Alu-Rampen habe ich hier für Gordon sein Motor, wenn es liegen bleibt. Kann ruhig durch sein, wenn sie zu helfen wissen, ne? So. Schon passt das. Guck mal, so ein fünfter Trailer hier, der große. Wird bald Zeit. Braucht bald eine Kur. Kurbelt sich tot, Alter, bei dem Ding. So. Ich gebe meinen Schuh hochtüdeln. So. Links die Sicherung rein. Da sind noch nicht so viele Pole. Adapterklaus dran. Weil 11 Pole haben wir nicht. Oh, 13 Pole sind das, glaube ich, ne? Sieht gar nicht, wenn man ein paar Pole weniger hin. Der hat nur 7. So, fertig.
Gut, der hängt dran, würde ich sagen, oder? So, wir konnten jetzt nochmal eben schnell, weil wir eh am Tüdeln sind, eben den K30-Händen aufräumen. Das geht mir voll auf den Sack. Weil das muss ich eben ein bisschen hier, guck mal, liegt hier alles locker drauf. Und dann die Teilkontrolle, die lieben das. Was soll ich denn mit einer Offroad-LED-Lichtleiste? Ich arbeite mit dem Auto und spiele damit nicht nur. Ne? Ich glaube, 3-Achser ist jetzt fällig, glaube ich, oder? Müsste jetzt, oder? Gucken wir mal nach. Der ist... Nee, 6. 6,24, der hat noch. Bisschen da noch, aber der kriegt auch so TÜV, der hat nichts. So, warte, ich muss mal eben kurz euch hier hinstellen. Mal eben 3 Minuten die Scheiße hier aufräumen. Weil sonst sehe ich mich schon wieder auf Landstrecke. Die liegen aber links hier ein Gurte, der andere rechts, wo du dir mal festtüdeln kannst, weißt du, und hin und her, es geht. Und so läuft das halt, ne? Das Kabel von einem etwas kurz. Ne, es geht. Es passt genau tatsächlich. Der K30 ist nicht haarfähig, nein. Der vom Zustand her nicht haarfähig. Aber auch guter Quatsch. Das einzige Vorteil, den ich hätte, wäre Umweltzone. Aber warum fahre ich mal eine Umweltzone? nie eigentlich, ne? Und wenn, ja, der fährt ja auch so. Ich glaube, der kostet 200 Euro Steuern oder 230 Euro Steuern, so wie er ist. Weil vom Zustand her kriegt er nie ein Haar. Nie im Leben. Erstmal schon das YouTube-Zeichen, weil schon was gegen das Haar. Ne? Guck mal, allein hier. Das ist alles Spachtel. Guck, wie schief der ist. Der ganze Wagen ist komplett zerwichst. Von vorn bis hinten. Komplett. Ich glaube, viel verwichster als der geht's nicht. Hier, der Grill geht auch immer rein durchs Kennzeichen. Hier seht ihr auch, das Ding besteht nur aus Spachtel und ist nur überall verbeult. So, das Dach ist verbeult. Ja, Olli, perfekt, höre ich doch gerne. Hier auch die Heckklappe komplett. Aber das ist nicht haarfähig, so eine Karre, ne? Keine Chance. Ja, Salz zum Ziehen, habe ich aber da. Habe ich im K30 liegen, Rainer. Habe ich so einen hier. Aber ich, nee, das habe ich rausgenommen. Du hast recht, Alter. Ich glaube, das hängt hier an dem Volvo. Hier an dem hier. Ah nee, hängt doch das Adapterseil dran. Nee, das passt schon. Das habe ich selber gebaut für den hier zum Ziehen. Die Konstruktion hier. Nein, das ist bei dem auch egal. Der kostet tatsächlich das H-Kennzeichen. Ist der vom Preis, ne? Total Wumpe. Was ist da hier? Mache ein Pickup, ein Rollo dran. Das hört sich an, ob du im Krieg bist, in der großen Halle, den K30. Ist doch nicht schlimm. Ist halt laut hier. Das ist ein Gewerbegebiet, da darfst du sogar laut sein. Das ist das Gute daran. Und hier wohnen auch keine Leute. Wir haben im Gebäude hier, also in der 23, wo meine Gurkenbude ist, wo meine Halle halt drin ist. Da ja, wir sollten auf jeden Fall nochmal einen 17er Ring mitnehmen. Wir sollten den Wagen rausfahren. Und ein bisschen näher an die Sachen, die ich holen will, machen, stellen. Vielleicht. Vom Gedanken her, ne? So vom Ding. Ja, das wäre schlauer. Das wäre einiges schlauer. Mountain Tonic, Alter.
Das wäre echt schlauer. Lass mal eben das Ding auf den Hof fahren. Sonst renne ich mich in eine dumme Idee. Ich muss den Kasten noch leer räumen. Da liegt so viel Müll drin. Ich habe keinen Bock mehr zu fahren, wenn da so viel Müll ist. Weißt du, Mülltonnen-Roadtrip. Deluxe. Ich meine, der braucht keine Decken. Der hat eine Heizung, dieser hier. Ist nicht selbstverständlich bei mir, ne? Der Unimog, das ist nicht meiner. Der gehört nicht mir. Der steht hier nur runter. Ich bin nicht der Einzige, der das Fahrzeug hier hinstellt. Gucken, dass wir nichts in den Arsch fahren. Da ist nämlich alles ein bisschen hier frickelig jetzt hier auf dem Hof, weil ich will ja relativ nah ins Tor fahren. Ich fahre wohl nachher mit dem Polo nach Hause. Aber das ist eng. Sehr eng. Ah, komm, Herr Rieber, bleib am Leben. Ja, Herr Rieber lebt noch. Alles gut. Dann fahren wir nämlich ins Tor hier, dann können wir nämlich ein bisschen das Zeug zusammensuchen. Dann kann der nämlich heute Abend nachher noch rein und dann ist gut. Dann kann ich morgen früh damit wieder rausfahren. So, guck. Zack, Motor wieder aus. Erledigt. Das ist schon mal gut. Ich muss sagen, lass immer das große Licht jetzt in der großen Halle ausmachen. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Ja, sehr dehnbar. Bei dem Auto vor allem sehr dehnbar. So, habt ihr Bock auf ein bisschen Dunkel-Content? Sicherlich, ne? Das laufen vielleicht durch die unbeleuchtete Halle ohne Lampe durch. Könnte witzig werden. Mal schauen. Aber ich habe wieder so geile Lackierprojekte. Ich freue mich so ein bisschen. Der Fopo-Haufen wird auch geil, ne? Ja, ich hab den ein bisschen modifiziert, den K30. Tatsächlich. Der hat ein Relais zwischensitzen jetzt bei dem Abblendlicht. Und schon ist der ein bisschen heller, als die eigentlich sind. Am meisten sind die mal da auf Direktstrom gelegt. Weißt du, ohne jetzt irgendwelche Relais dazwischen, ohne irgendwas. Und da habe ich so Gurkenglimmer drin. Wie viele Autos, ne? Bekloppt. Total bekloppt. Ich habe schon wieder Autos verkauft. Ich habe immer noch so viele.